Guten Morgen. Willkommen zum letzten Übungsblatt in diesem ungewöhnlichen Corona-Semester. Die Fragen drehen sich um den Atombau, Orbitale, Hund'sche Regel, Pauli-Prinzip, Periodensystem. Schauen wir rein. Die erste Frage ist, was versteht man unter der Ionisierungsenergie und wie ist deren Verlauf als Funktion der Ordnungszahl Z? Also Ionisierungsenergie. Ist die Energie, die ich benötige, um ein Atom A in der Gasphase zu ionisieren. Das heißt, ich entreiße dem Atom A in der Gasphase ein Elektron und messe die Energie, die dafür notwendig ist. Diesen Ausdruck nenne ich Ionisierungsenergie. Was ist Ordnungszahl? Die Ordnungszahl Z ist ganz einfach die Zahl der Protonen im Kern und damit ein Maß, ein Atom zu charakterisieren. Also wenn ich habe Z ist gleich 1, weiß ich Wasserstoff, Helium, Lithium und so weiter. Und damit ist der Plot recht klar. Die Ionisierungsenergie gegen die Ordnungszahl Z. Wenn Sie diesen Plot skizzieren sollten, malen Sie zwei Linien hin. Eine etwas steiler abfallend, eine etwas flacher. Überlegen Sie sich bitte, welche Elemente die höchste Ionisierungsenergie haben und welche die niedrigste. Ich glaube, das ist nicht schwer für Sie. Die höchste natürlich die Edelgase und die niedrigste die Alkalimetalle. Und damit haben wir die Linie vorgegeben. Also hier sind Alkali und hier sind die Edelgase. Das heißt, wenn ich bei Ordnungszahl Z gleich 1 beginne, bin ich beim beim Wasserstoff Helium. Und vom Helium zum Lithium ein dramatischer Abfall. Wir laufen nach oben mit einer gewissen Feinstruktur und landen hier beim Neon. Vom Neon fallen wir zurück zum Natrium. Hier war Lithium, hier ist Wasserstoff Natrium und gehen wieder mit einer gewissen Feinstruktur nach oben zum Argon, um wieder einen dramatischen Abfall zum Kalium zu haben. Damit ist alles beantwortet, was auf dieser Frage drauf war und schon hätten Sie sich in der Klausur 5 Punkte verdient. Den genauen Verlauf finden Sie natürlich in Tabellenwerken oder auch bei Wikipedia. Schauen wir uns den mal an. Ja, und hier sehen wir halt ganz schön, dass unser Plot das qualitativ wiedergegeben hat. Wir sehen das Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, die Edelgase, die höchste Ionisierungsenergie haben und Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium, die Alkali, die kleinste. Frage B. Was versteht man unter dem Begriff Elektronenaffinität? Welche Gruppe im Periodensystem besitzt die höchste und welche die niedrigste Elektronenaffinität? Nun, der Begriff Elektronenaffinität ist eng verwandt mit dem Begriff Ionisierungsenergie. Wir bringen diesmal ein Ion A- in die Gasphase und messen die Energie, die notwendig ist, um dem Ion ein Elektron zu entreißen. A- überzuführen in A plus ein Elektron. Elektronenaffinität wäre Das ist ein Energiemaß, die Einheit der Energie.
Die Reaktion wäre A- in der Gasphase, wird übergeführt in ein neutrales Atom und ein Elektron. Es ist sicher nicht schwer, sich zu überlegen, welche Gruppe im Periodensystem die höchste Elektronenaffinität aufweist. Wir müssen also nach denen suchen, die sehr stabile, einwertige Ionen bilden. Von diesen wird es schwer sein, ein Elektron zu entfernen. Damit ist die Antwort wahrscheinlich für Sie klar. Also die höchste Elektronenaffinität besitzen natürlich die Halogene. Fluor, Chlor, Brom, Jod nimmt ein Elektron auf und bildet ein Fluoridion, ein Chloridion, ein Bromidion, ein Jodidion. Also Jodid. Das Kennzeichen Minus. Und die haben sicherlich die höchste Elektronenaffinität. Niedrigste Elektronenaffinität wird schwieriger. Na, da würde ich sagen, die Edelgase würden komische Objekte bilden. Wenn ich nehme He minus, Neon minus, Argon minus, Krypton minus. Wenn ich solche Ionen schaffe und produziere, brauche ich bestimmt nicht viel Energie, um das zu entfernen. Das wäre die Antwort auf die Frage und das Gesamte wäre uns 4 Punkte wert. Wir schauen nun mal bei Wikipedia rein. Und da finden wir Elektronenaffinität, die Definitionen und etwas, was mich selber überrascht hat beim Vorbereiten dieser Vorlesung damals, wie viele Messungen es gibt, die eigentlich alle recht aktuell sind und wenn man die nachschlägt, die Paper recht aufwendig sind, um Elektronenaffinitäten sauber und präzise zu messen. Und die sind so präzise gemessen, dass man selbst Isotopeneffekte messen kann. Und diese Elektronenaffinität gegen die Ordnungszahl wäre, wie erwartet, Fluor, Chlor, Brom, Jod hat die höchste Elektronenaffinität. Und ganz unten sind Edelgase, wie erwartet, Helium, 10 wäre Neon, 18 Argon. Frage C. Skizzieren Sie die energetische Abfolge der Orbitale in einem Atom. Das hatten wir ja ausgiebig in der letzten Stunde behandelt. Wir haben gesehen, dass man vieles vom Wasserstoffatom übertragen können. Beim Wasserstoffatom hatte ich eine Hauptquantenzahl n eingeführt, die ganzzahlige Werte annehmen kann. Die Nebenquantenzahl L begann bei 0, 1, 2, 3 und läuft bis n-1. Wir haben gesagt, Zustände mit L gleich 0 werden S-Zustände genannt. P, D, F. Und es gibt für einen Zustand mit L gibt es 2L plus 1 entartete Zustände. Beim Wasserstoffatom war die Energie allein eine Funktion der Hauptquantenzahl. Und wir haben gesagt, es ist eine zufällige Eigenschaft des Potentials, das lautet minus e Quadrat durch 4pi Epsilon 0 R. Bei komplexen Atomen sind die Verhältnisse anders. Die Energie wird jetzt eine Funktion der Hauptquantenzahl n und der Nebenquantenzahl L. Wir haben uns auch klar gemacht, dass die Zustände, die
in der Nähe des Kerns neben Maxima aufweisen, nämlich die S-Zustände stärker abgesenkt werden. Und aus diesen Überlegungen gab sich folgendes Bildchen. Ein S. 2S. 2P. 3S. 3P. Von den D-Zuständen 2L plus 1 gibt es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und es zeigt sich, dass die 4S energetisch tiefer liegen als die 3D. Auch nicht so schön gemalt hier. 4S liegt tiefer. Also schauen wir uns das nochmal im PowerPoint an. PowerPoint würde sagen 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S energetisch tiefer als 3D. Und viel weiter kommen wir eigentlich nicht in dieser Vorlesung im ersten Semester. Und es geht weiter mit der Frage D. Was besagt das Pauli-Prinzip und was die Hundsche Regel? Zur Beschreibung eines Elektrons in einem Atom brauche ich nicht nur die Hauptquantenzahl, die Nebenquantenzahl, die magnetische Quantenzahl, sondern auch noch eine Spin-Quantenzahl. Diese vier Größen beschreiben den Zustand eines Elektrons korrekt. Und ein Satz sagt aus, das Pauli-Prinzip, in einem Atom können nicht zwei Elektronen in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen. Und diese Regel fordert beim Aufbau einiges. Wasserstoff. Helium. Hier kann ich kein weiteres Elektron mehr reinsetzen. Lithium. Beryllium. Bor. Kohlenstoff, Stickstoff. Und was hier zum Tragen kommt, ist die Hundsche Regel. Die sagt, wenn ich entartete Orbitale habe, besetze ich sie so, dass ich den Spin maximiere. Also beim Stickstoff alle drei Spins ab. Sauerstoff, Fluor, Neon, Natrium. Also ich kann sagen, die Hundsche Regel, maximiere Spin. Entartete Orbitale werden so besetzt, Spin in die gleiche Richtung. Und das Pauli-Prinzip, in einem Atom können nicht zwei Elektronen in allen Quantenzahlen übereinstimmen. Diese beiden Regeln legen ein Aufbauprinzip fest. Das uns hilft, das Periodensystem der Elemente zu verstehen. Es geht weiter mit der Aufgabe E. Skizzieren Sie die radiale Wellenfunktion R von R für das 3s, 3p und 3d-Orbital. Das haben wir ausführlich besprochen. Die Gesamtwellenfunktion setzt sich an in Kugelkoordinaten. Und aufgrund des Zentralpotentials kann ich schreiben R von R mal Y von Theta und Phi. Und diese beiden Teile, den winkelabhängigen Teil und den radialabhängigen Teil, haben wir getrennt diskutiert.
Wir haben Zustände zu diskutieren. 3S, 3P und 3D. Und wir können die Quantenzahlen ablesen. N ist 3, N ist 3, N ist 3. Das sagt diese 3 aus. L ist dagegen hier S 0. 0, Entschuldigung. L ist gleich 1, L ist gleich 2. Das waren Definitionen. Und jetzt gab es eine wichtige Erkenntnis, dass die Quantenzahlen auch etwas aussagen über die Zahl der Knotenflächen. Die Hauptquantenzahl sagt aus, N ist gleich 3. 3 Knotenflächen gibt es für alle 3. 3 Knotenfläche. Und L gibt an, wie viele Knotenflächen gehen durch den Kern. Keine. 1, 2. Und mit der Kenntnis dieser Knotenflächen wird es recht einfach, qualitativ den Kurvenverlauf zu zeichnen. So wie es in der Schule Wendepunkte, Maxima, Minima bestimmt haben und einen Verlauf einer Funktion zeichnen können, so hilft Ihnen das hier, wo sind die Knotenflecken, wo liegen die, um den Verlauf zu zeichnen. Schauen wir es an. Also wir zeichnen R von R. Wir wissen, wir haben 3 Knotenflächen und eine liegt im Unendlichen. Das heißt, die Funktion R von R muss bei Annäherung an große Zahlenwerte verschwinden. Das ist sinnvoll. Dann gibt es keine Knotenebene, die durch den Kern gibt. Das heißt, hier habe ich einen endlichen Wert. Und die anderen beiden Knotenebenen, die ich hier brauche, müssen halt irgendwo hier sein. Und mit diesem Wissen kann ich schon die Funktion zeichnen. Sie wird so aussehen. R von R verbunden. 3S. Für das 3P sieht der Graph anders aus. Auch hier gilt natürlich, Annäherung an unendlich muss das Ganze verschwinden. Aber eine Knotenebene geht durch den Kern. Das heißt, ich brauche hier noch eine weitere. Und dann habe ich 1, 2, 3 Knotenebenen, die die Hauptquantenzahl fordert. Das heißt, wir können sowas zeichnen. Und der Verlauf ist bestimmt. Und wenn ich R von R zeichne für 3D, weiß ich, 2 Knotenebenen gehen durch den Kern, unterschiedlich orientiert. Eine liegt bei unendlich. 2 plus 1 gibt 3. 3 Knotenebenen habe ich. Das heißt, der Verlauf ist irgendwie so. Und schon habe ich den Radialverlauf konstruiert aus der Kenntnis und der Aussage, wie viele Knotenebenen gibt es und wo liegen die, wo gehen die durch? Ja, die nächste Frage, bin ich gespannt, was in der Zoom-Live-Session rauskommt. Es geht um die Frage, wie würde die Welt aussehen, wenn es kein Pauli-Prinzip gäbe? Etwas ist klar, es wäre eine andere Welt. Weil das Pauli-Prinzip erzwingt auch diesen Ausdehnung der Materie. Hier passen nur 2 Elektronen rein. Jetzt muss das nächste besetzt werden. Das nächste ist energetisch höher und hat eine weitere Ausdehnung. Es müssen die P-Zustände besetzt werden. Weitere Ausdehnung. Gäbe es kein Pauli-Prinzip, könnte ich alle Elektronen in den Grundzustand schmeißen. Konsequenzen aus dieser Beobachtung werden wir in der Live-Session diskutieren. Wir haben den radialabhängigen Teil diskutiert. Wir nehmen die gleichen Orbitale und diskutieren den winkelabhängigen Teil. Also skizzieren Sie den winkelabhängigen Teil der Wellenfunktion für das 3s, 3p und 3d x² minus y². Die Wellenfunktion haben wir angesetzt als y, r, Theta und Phi. Und wir konnten das faktorisieren aufgrund der Eigenschaft, dass die Potenziale Zentralpotenziale ist. Und der winkelabhängige Teil wird bestimmt von den
Nebenquantenzahl und der magnetischen Quantenzahl. Wenn ich Kugelkoordinaten mir anschaue, wenn ich bei fixen R, R ist gleich 1, Theta und Phi variiere, kommt eine Einheitskugel heraus. Und diese Lösungen enthalten nichts Spezifisches mehr vom Wasserstoffatom. Sie treten auf bei allen Zentralpotentialen und sind die Kugelflächenfunktionen. Und auch hier wäre es eben wichtig zu wissen, wo liegen die Knotenflächen? Dann ist die Gestalt der Funktion besser verstehbar. Also ich hätte eine Funktion, die auf einer Kugeloberfläche definiert ist, und die möchte ich charakterisieren. Gegeben war ein 3D x Quadrat minus y Quadrat, ein 3pz und ein 3s. Diese Kugelflächenfunktion ist sehr einfach fürs 3s. Fürs 3s kommt nichts weiter heraus als eine Kugel. Es gibt keine Richtungsabhängigkeit. Überall auf der Kugeloberfläche ein konstanter Wert. Das heißt, wenn ich das für diese Wellenfunktion anschaue, das ist ein konstanter Wert ohne Richtungsabhängigkeit. Das heißt, R von R, egal in welche Richtung ich loslaufe, hat die gleiche Charakteristik. Für das 3pz war die Wellenfunktion y von Theta und Phi auch faktorisierbar. Es war ein Cosinus Theta mal 1. Das heißt, es ist rotationssymmetrisch um die Z-Achse. Und für die beiden Probleme müssen wir vielleicht nochmal genauer hinschauen, was sich dahinter verbirgt. 3pz hat eine Knotenfläche, die durch den Kern geht. Und diese Knotenfläche halte ich, wenn ich den Index 0 setze. X, Y, Z betrachte und setze Z gleich 0, kommt die XY-Ebene heraus und die XY-Ebene ist Knotenfläche. Schauen wir das auf der Kugel an. Wenn das die Kugel sein soll, dann ist die Knotenfläche genau bei z gleich 0. Das wäre unsere Knotenfläche. Und das wäre die z-Achse. An der Knotenfläche ist die Wellenfunktion 0. Positive Phase, negative Phase. So kann ich es in Sektoren einteilen. Knotenfläche 0, positiv, negativ. Wenn ich die darstellen möchte, sehe ich, die ganze ist auch rotationssymmetrisch. Um die Z-Achse. Das heißt, wir wählen den Schnitt EYZ. Wenn ich hier Cosinus Theta darstelle in Polarkoordinaten, welchen Wert hat es hier an der Stelle? Welchen Wert hat es an dieser Stelle? Welche an der anderen? Dann kommt Folgendes heraus. Plus, Minus. Und das ist der winkelabhängige Teil des PZ-Orbitals. Plus, Minus. Also Cosinus Theta
Theta 90 Grad 0. Theta wird negativ. Also in Darstellung in Polarkoordinaten ist das, wie man es normalerweise macht, um den winkelabhängigen Teil darzustellen. Schauen wir die nächste nochmal an. 3D. X² minus Y². D-Orbitale haben zwei Knotenebenen. Und beide Knotenebenen gehen durch den Kern. Das waren die beiden L ist gleich 2. 2 durch den Kern. Sie liegen unterschiedlich. Und um die Lage rauszubekommen, muss ich wieder Indizes 0 setzen. Das ist ein Steno für die Knotenebenen. Und wenn ich x² minus y² 0 setze, kommt raus, y ist gleich plus minus x. Y ist plus x, wäre dann diese Fläche hier. Hier weitergeht. Und y ist minus x, wäre dann die entgegengesetzte. Das sind die Knotenflächen. Wenn ich die Z-Achse senkrecht zur Pi-Ebene wähle, so dass das hier y ist und x, dann legen die Knotenebenen bei den Winkeldiagonalen. Die Knotenebenen lägen hier und hier. Auf der Knotenebene ist 0. Das heißt, hier ist der große Wert, hier ist ein großer Wert, hier ist ein großer Wert, hier ist ein großer Wert. Und die Orbitale sehen damit so aus in Polarkoordinaten. Plus, minus, plus, minus. Und das Ganze wird wichtig eben für das Verständnis von Bindungen, weil ich genau da die räumliche Orientierung brauche. Ich möchte das vielleicht nochmal mit PowerPoint zeigen, wo man es mit Mathematik oder Maple visualisieren kann und schönere Bilder enthält. Ich möchte es mit Maple oder Mathematiker noch ein bisschen visualisieren. Das ist die Kugelflächenfunktion für PZ. Cosinus Theta mal 1 mal ein Normierungsfaktor. Die Funktion ist auf der Kugeloberfläche definiert. Und die Ebene Z ist gleich 0, die hier rot gezeichnet ist. Das ist eine Knotenfläche. Positive, negative Phase. Wenn ich den Schnitt wähle XZ-Ebene, dann sehe ich Kreis, Kreis. Und dieser Kreis deutet an die Amplitude, die ich hier an der Stelle habe. Größte Auslenkung der Richtung. Und je weiter ich mich der Knotenfläche nähere, umso kleiner wird der Wert. Wechselvorzeichen umgekehrt. Das ist die Kugelflächenfunktion. Wenn ich das Betragsquadrat mir anschaue, dann hat es eben eine Symmetrie. Knotenfläche, positiver Wert des Betragsquadrats. Wenn ich Px anschaue, Px heißt x ist gleich 0, ist die Knotenebene. Knotenebene ist damit die Y-Z-Ebene. Und das bedeutet, ich habe hier zwei Kugeln plus, minus, Knotenebene. Wenn ich die Orbitale anschaue, das Charakteristische ist eben zwei Knotenflächen. Stellen Sie sich vor, wie eine Wassermelone, die Sie in Viertel schneiden müssen. Ein Schnitt so, ein Schnitt so. Knotenebene 0, Knotenebene 0. Die genaue Lage wäre x ist gleich 0 bei diesem Orbital, was hier dargestellt ist. X ist 0 ist die Y-Z-Ebene. Z ist gleich 0 ist die XY-Ebene. Wir kennen die beiden Knotenebenen. Und damit wird der Rest einfach zu machen. Plus, minus, plus, minus, Knotenebene 0, in Polarkoordinaten dargestellt, käme dieses Bild heraus. Und das ist die analytische Funktion, Cosinus Theta, Sinus Theta, E hoch I Phi mal Normierungsfaktor.
Und wenn ich das gerade diskutierte dx² minus y² anschaue, dann bedeutet das, ich setze den Index 0 und halte als Knotenebene y ist plus minus x. Y ist plus x minus x. Es sind hier die Winkelhalbierenden, die diesen Plot ausmachen. Das heißt, ich habe hier auch wieder Knotenebenen, orthogonal zueinander, unterschiedlich orientiert. Und die Orientierung kann ich durch diese Steno angeben. Und wenn ich es hier visualisiere, kommt hier ein entsprechendes raus. Also dieses Orbital ist längs der Achsen orientiert. Dort gibt es die maximale Auslenkung. Sie können das Spiel weitermachen bei F-Orbitalen und es kommen halt dann mehr Knotenebenen dazu. Drei Knotenebenen. Und es überrascht Sie vielleicht auch nicht, dass da diese Form rauskommt. Das ist wie wenn Sie die Wassermelone entsprechend in kleinere Stückchen schneiden. Plus, Knotenebene, minus, plus, minus, plus, minus und die entsprechenden Knotenebenen. Und bei der nächsten Frage geht es um die Interpretation der Wellenfunktion. Die Wellenfunktion war ja eine komplexe Rechenhilfsgröße, eingeführt, um die Bewegungsgesetze der Unschärferelation anzupassen. Ja, die Frage ist, wie ermittelt man aus der Wellenfunktion r von r mal y die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron in einer Kugelstrahle um r und r plus dr zu finden? Erklären Sie das am Beispiel des 2s-Orbitals. Also 2s heißt, n ist 2 und l ist 0. Die Wellenfunktion hatten wir angesetzt als ein Term r von r mal y von Theta und Phi. Bei S-Zuständen ist das ganz einfach. Bei S-Zuständen ist dieser Term konstant und alles ist im Term r von r enthalten. R von R mit n ist gleich 2 und l ist gleich 0 kenne ich auch die Knotenflächen. Die Knotenflächen sind so, dass es insgesamt zwei Knotenflächen hat. Bei Annäherung bei großen R muss es verschwinden. Am Ort des Kernes ist keine Knotenebene. Eine weitere muss ich hier befinden. Zwei Knotenebenen, eins, eine bei unendlich. Und mit diesem Wissen kann ich das einfach skizzieren. Das wäre r von r für das 2s und der winkelabhängige Teil war konstant. Wir haben gesagt, Psi von r, Theta und Phi ist eine Rechenhilfsgröße. Größe ist häufig komplex und die Interpretation war Psi Stern mal Psi dv ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen im Volumenelement dv zu treffen. Was bleibt hier übrig? Der Term ist konstant, es bleibt r Quadrat übrig. Und was ist dv in Kugelkoordinaten? Dv ist r Quadrat mal Sinus Theta mal die R, mal die Phi, mal die Theta. Das ist das Volumenelement. Das heißt, das Entscheidende hier wäre R Quadrat mal R Quadrat. Und es sieht so aus, dass ich hier ein Peak habe, und einen zweiten Peak, der größer ist. Und das ist die radiale Wahrscheinlichkeitsdichte für ein Elektron im 2s-Zustand.
Das heißt, egal in welche Raumrichtung ich loslaufe, ich beobachte dieses Verhalten. Das können wir auch nochmal in PowerPoint anschauen. Also, der Zustand, den wir hier betrachten sollen, war das 2S, 2,0, die Quantenzahl. Im R von R hat einen endlichen Wert am Ort des Kernes. Eine Knotenebene, eine bei sehr großen Werten, bei unendlich. Damit mit diesen Fixwerten, Knotenebene hier, ist es einfach, die Funktion zu skizzieren. Diese Größe ist noch eine Rechenhilfsgröße. R² mal R², also hier fehlt ein Quadrat, R² mal R² hat genau dieses Verhalten. Es entsteht hier ein weiterer Peak, ein Nebenmaxima. Und das gilt für alle Raumrichtungen, in die ich loslaufe. Und das können wir sich auch noch so skizzieren. Also wie sieht es aus bei dem 2S? Eine Knotenebene, eine bei unendlich. Das heißt, wenn ich die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung hier auftrage, dann erhalte ich hier etwas, was im endlichen Bereich eine Knotenebene hat und hier ein Peak und hier ein Peak. Und das Ganze hat sphärische Symmetrie, wie hier gezeigt ist. Also diese, egal in welche Richtung ich loslaufe, ich beobachte die gleiche Abhängigkeit. Es hat Kugelsymmetrie. Ja, und die nächsten Fragen ziehen ab. Haben Sie das Periodensystem und die dahinterliegenden ordnenden Prinzipien verstanden? Also die erste Frage wäre I. Wie lautet die Valenz-Elektronen-Konfiguration der Alkalimetalle? Das sollte uns keine Schwierigkeiten bereiten. Die Alkali waren Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium. Und das gemeinsame Prinzip ist hier Elektronenkonfiguration S1. Ich habe hier 2 S1, 3 S1, 4 S1, 5 S1, 6 S1. Die haben deshalb ähnliche chemische Eigenschaften, weil die Elektronenkonfiguration S1 ist. Sie haben niedrige Ionisierungsenergie. Wenn sie ein Elektron abgeben, haben sie Edelgasschale. Also S1 wäre hier die Antwort. Dann gibt es eine weitere Frage über den D-Block. Nach welchem Element werden im Periodensystem der Elemente der erste D-Block aufgeführt? Wie viele Elemente umfasst der 3D-Block? Ja, es bereitet uns auch keine Schwierigkeiten. Wir erinnern uns. 4S2 war energetisch tiefer als 3D. Das heißt, ich habe hier Magnesium. Und da Calcium. Und nach dem Calcium wird der D-Block aufgefüllt. Also hier wird der D-Block aufgefüllt. Und da es insgesamt 5 D-Orbitale sind, die jeweils 2 Elektronen mit unterschiedlichem Spin aufnehmen können, brauchen wir hier insgesamt einen Block mit 10 Elementen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist der D-Block. 10 Elemente. Also nach dem Calcium mit 4S2 wird der D-Block aufgefüllt. Ja, und es geht weiter mit ein paar Fragen zu weiteren Elementen im Periodensystem. Wie lautet die Valenzelektronenkonfiguration des Erdalkalimetalls Barium und wie die des Titans? Dazu müssen wir wissen, wo die stehen.
Wir haben die Alkali gut diskutiert. Das war Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium. Wir haben schon hier gesehen, hier haben wir 2, 3, 4, 5, 6, weil Wasserstoff ja 1 war. Das Gemeinsame in dieser Gruppe ist S1. Konfiguration. Cäsium S1, Rubidium 5S1, Kalium 4S1. Und die Nachbargruppe, es ist auch uns klar, ein weiteres Elektron wird S2 enthalten und beginnt hier mit Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium. Also das Barium war gesucht und damit ist uns klar, Barium hat 6S2. Das nächste war nach Titan gefragt, haben wir noch gar nicht besprochen. Die Ordnungszahl ist gegeben, Sie müssten im Periodensystem nachgucken, machen wir das. Wenn man im Periodensystem die Ordnungszahl kennt, es ist einfach, Titan war 22, das heißt, bei Calcium habe ich 4s2, 1d-Elektron, 2d-Elektron. Titan hat 3d2, 4s2. Ja, und die nächste Frage fragt nach Zink. Zink ist auch ein Nebengruppenelement, aber es verhält sich eher wie ein Erdalkali und das sollten Sie begründen. Also, Sie müssten das Zink suchen im Periodensystem und dann überlegen, was aus dieser Stellung folgt. Aber wenn ich das Zink anschaue, dann ist das Zink hier zu finden. Es ist das letzte der D-Elemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D10. 3D10. 4S2. Und aufgrund der abgeschlossenen D-Schale verhält es sich so wie ein Erdalkali. Und damit haben wir die Frage beantwortet. Und die letzte Frage. Die erste Ionisierungsenergie beträgt für das Natrium 490 Kilojoule pro Mol. Für das Magnesium 735 Kilojoule pro Mol. Die zweite molare Ionisierungsenergie beträgt für das Natrium 4560 Kilojoule pro Mol, fürs Magnesium nur 1445 Kilojoule pro Mol. Interpretieren Sie die Unterschiede zwischen erster und zweiter Ionisierungsenergie. Ist uns eigentlich ad hoc klar? Gucken wir ins Periodensystem. Da habe ich hier Natrium-Magnesium. Wenn Natrium ein Elektron abgibt, hat es bereits die Edelgasschale erreicht. Und wenn es ein weiteres abgeben müsste, ist es äußerst ungünstig und erfordert einen hohen Energieaufwand. Magnesium muss zwei Elektronen abgeben, um die Edelgaskonfiguration zu erreichen. Deswegen ist die erste und zweite Ionisierungsenergie noch deutlich kleiner als beim Natrium, die zweite Ionisierungsenergie. Im Periodensystem gibt es Elemente, die in einer Gruppe angeordnet sind. Und die haben ähnliche chemische Eigenschaften, die aufgrund der gleichen Elektronenkonfiguration zurückzuführen sind. Und das ordnende Prinzip im Periodensystem zeige ich Ihnen nochmal in diesem PowerPoint. Also Sie sehen hier 1s. 2s, 3s, 4s, 5s, 6s. 6s. 1, 6s2. Ja. Nach dem Calcium muss die D-Schale aufgefüllt werden. Die D-Schale umfasst 5 Orbitale, die 2 Elektronen jeweils aufnehmen können mit unterschiedlichem Spin. Es gibt also 10 D-Elemente.
Und je nach Stellung können Sie ablesen, wie die Elektronenkonfiguration ist. Also wenn ich hier beim Zink bin, war halt 3D10, 4S2. Wenn ich beim Titan bin, war ich eben bei 4S2, 3D2. Also wichtig, alles was in einer Gruppe steht, hat gleiche Elektronenkonfiguration. Also bei den Halogen wäre es eben dann P5. S2, P5. Bei den Edelgasen S2, P6. Und wenn Sie sich das überlegen, dann verstehen Sie besser das ordnende Prinzip und die Reaktivität. Wir sind damit am Ende angekommen von einem recht ungewöhnlichen Semester. Es gab keine Präsenzvorlesungen, wir mussten alles in die virtuelle Welt verlagern. Ich hätte es genossen, mit Ihnen im Hörsaal zu sein und Angesicht zu Angesicht zu diskutieren. So muss man das Beste draus machen und die Konsequenz ist, wir alle haben viel zu viel vom Computer gesessen. Und das merke ich jetzt auch gerade beim Schneiden, schon wieder vom Computer. Deswegen meine letzte Übung, die ich mit Ihnen machen will, ist keine fachliche, sondern eine Bewegungsübung. Machen Sie einfach mit. Lehne. Ohr und Nase. Lehne. Ohr und Nase. Probieren Sie mal, wie gut Sie das können. Wenn Sie dabei Defizite vorstellen, dann reicht's für heute mit dem Computer. Gehen Sie raus, spazieren, genießen Sie den Tag. Viel Glück!